Willkommen zu dieser neuen Episode von meinem Podcast und heute möchte ich über das Thema Glück sprechen. Warum meiner Meinung nach so viele Leute unglücklich sind und auch ich unglücklich war. Also ich spreche da auch ein kleines bisschen aus eigener Erfahrung und vielleicht teilst du einiges und falls nicht, mach dir wenigstens Gedanken darüber, was ich sage, denn meiner Meinung nach gibt es in unserer heutigen Zeit fast keinen Grund, um unglücklich zu sein. Und nein, damit meine ich jetzt keine Schicksalsschläge oder sonst irgendwas in dieser Art, die stehen auf einem anderen Blatt. Aber es ist doch so, wenn wir ehrlich sind, haben wir alles, was wir brauchen. Wir haben sogar mehr, als wir brauchen und wir sind trotzdem unglücklich. Und bevor ich jetzt weiterrede, eine kleine Sache, die ich anmerken möchte, weil ich glaube, ich sage in diesem Podcast vieles, was triggern könnte, wo man sich denkt, was ist das denn für eine Meinung? Was sagt der da? Wie kann der sowas sagen? Und hör diesen Podcast deswegen bitte ganz zum Ende, weil ich bin mir sehr, sehr sicher, am Ende werden wir zusammenkommen und du wirst sehen, wie ich das meine und warum ich das sage, was ich sage. Also, hör den Podcast auf jeden Fall bis zum Ende. Und also, viele sagen, des Glückes Tod ist immer der Vergleich. Also wenn man sich mit Leuten vergleicht, die mehr haben als man selbst, einen besseren Körper, ein schöneres Auto, ein schöneres Haus, einen besseren Job, was auch immer, ist man automatisch unglücklich. Und ja, das mag auch sein und das stimmt auch, aber darüber will ich heute gar nicht sprechen, weil darüber rede ich schon oft genug auf meinen Social Media Kanälen. Meiner Meinung nach gibt es einen viel, viel tiefsitzenderen Grund, der uns unglücklich macht und auch mich immer wieder fertig gemacht hat. Und auch wenn ich jetzt aktuell nicht aufpasse, passiert mir das auch immer noch. Wenn ich einmal nicht darüber nachdenke, wenn ich mich einmal so ein bisschen vom Weg abbringen lasse, dann ist das bei mir immer noch so. Und woran liegt das? Wir leben aktuell in einer Zeit, wo diese Positivity-Bewegung herrscht, wo alles gut ist. Egal, was du machst, alles ist gut. Ob es für dich wirklich gut ist oder nicht, spielt gar keine Rolle, weil wir sind ja alle gut, so wie wir sind. Wenn du fett bist, sorry, wenn ich das jetzt so sage, aber wenn du fett bist, ist das was Positives. Wenn du faul bist, ist das heutzutage positiv. Alles, was in der Regel schlecht für uns Menschen ist, ist heutzutage was Positives, damit man sich einfach sicher fühlt, damit man sich geborgen fühlt, damit man sich keinen Druck macht, was auch immer. Such mal auf YouTube nach, ich weiß nicht mehr, wie genau der hieß, Nico Avocado oder sonst irgendwas, ist ein amerikanischer Kanal, und dann schau mal nach, wie viel Unterstützung dieser Typ bekommt. Der ist sehr übergewichtig, also wirklich sehr übergewichtig, der ist auch schon an Schläuche und sowas angeschlossen, aber aus eigener Schuld, weil der lädt YouTube-Videos hoch, wo der sich die ganze Zeit Junkfood reinzieht und sagt, ja, man muss nicht auf seinen Körper achten, man soll sein Leben genießen, man soll essen, was man will, und der isst einfach, bis der fast kotzen muss, also sorry, wenn ich das jetzt so sage, und Leute feiern ihn dafür, weil die sagen ja, auf sich selbst zu achten, ich glaube, darüber denken die gar nicht nach, ist völlig irrelevant, spielt gar keine Rolle. Such einfach mal nach diesem Kanal, ich glaube, Nico Avocado heißt der, irgendwie sowas, da wirst du schon sehen. Und eigentlich ist das der komplett falsche Weg, dass ich dem Typ jetzt noch Aufmerksamkeit gebe und dass der Typ von euch dann noch Aufmerksamkeit bekommt. Aber als ich das gesehen habe, ist mir wirklich alles aus dem Gesicht gefallen. Ich habe innerlich Wut bekommen und ich bin jemand, dem so, in den eigentlich nicht mehr viel schockieren kann, aber da bin ich wirklich fast vom Glauben abgefallen. Versteh mich bitte nicht falsch. Ich habe nichts gegen übergewichtige Menschen. Ganz im Gegenteil. Ich bin Personal Trainer und weiß ganz genau, wie schwer deren Leben sind. Und ich versuche mein Bestes, um zu helfen. Und wenn so jemand zu mir kommt, dann verurteile ich auch deswegen niemanden. Ich weiß nie, beziehungsweise jeder von uns weiß nie, was jemand anderes durchgemacht hat und wie es dazu gekommen ist. Mir geht es auch nicht um das Übergewicht an sich. Mir geht es darum, dass man sich heutzutage, also dass einem heutzutage vermittelt wird, man kann sich darauf ausruhen. Das ist ja okay. Es ist ja was Positives. Natürlich sollte man niemanden verurteilen und sagen, ja, der ist fett, wie kann der nur, bla bla bla. Aber zu sagen, du bist gut, so wie du bist, ist der falsche Ansatz. Ich weiß, viele Leute denken jetzt, wie kann der sowas sagen? Aber mir geht es um Folgendes. Erstens
Ist es schädlich für die Gesundheit? Ich glaube, darüber denken viele nicht nach. Und zweitens, worauf ich hinaus will, und da geht es mir um jeden Lebensbereich. Ich nehme jetzt nur das mit dem Übergewicht als Beispiel. Egal, wie sehr wir nach außen schauen und uns von anderen sagen lassen, ja, du bist gut so, wie du bist, du musst nichts ändern. In dem Moment lässt uns das vielleicht gut fühlen. Dann haben wir ein gutes Gefühl, dann sind wir wieder glücklich. Aber ganz, ganz tief in unserem Inneren und egal, wie leise sie ist, ist eine Stimme, die dir sagt, dass das nicht stimmt. Und mir ist egal, wer du bist, aber jeder hört diese Stimme. Auch wenn manche eventuell nur unterbewusst, aber spätestens abends, wenn wir alleine sind und im Bett liegen, wissen wir, dass viel mehr in uns steckt. Wir können viel mehr sein als das, was wir aktuell sind. Und das ist meiner Meinung nach das allergrößte Problem in der heutigen Zeit. Überall wird nach Komfort gesucht. Wir umgeben uns immer mit Menschen, die uns das Gefühl geben, du bist gut, so wie du bist, du brauchst nichts zu machen, bleib so, wie du bist, ruh dich ruhig aus. Aber genau das ist das, was uns unglücklich macht. In uns steckt viel, viel mehr Potenzial und jeder einzelne von uns weiß es tief in sich drin. Und wie gesagt, auch wenn man es nur unterbewusst weiß, wenn man es vielleicht nur zwischendurch, wenn da so ein Funke kommt, jeder weiß, dass mehr in einem steckt. Und es kommt nicht darauf an, ob du viel hast oder ob du wenig hast. Es kommt darauf an, was du aus deiner aktuellen Situation machst. Und jeder kann sich verbessern. Jeder kann einen kleinen Schritt nach vorne machen. Jordan Peterson, ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Wenn nein, dann google den Typ mal, hat gesagt, wenn du nichts findest, worin du dich verbessern kannst, dann zielst du nicht tief genug. Angenommen, dein Leben ist aktuell komplettes Chaos. Und du weißt nicht, wo du anfangen sollst, weil alles für dich so weit weg scheint. Dann fang doch damit an, morgens nach dem Aufstehen direkt dein Bett zu machen. Ich weiß, das klingt komplett sinnlos, aber soll ich dir was sagen? Genauso hat es bei mir damals auch angefangen. Ich bin aufgestanden, habe mein Bett gemacht. Das bringt dir eine gewisse Routine. Du baust ein bisschen Disziplin auf. Du hast eine Sache, wo du versuchst, dich zu verbessern und du hast im Kopf, okay, ich mache die richtigen Schritte nach vorne. Und jetzt gibt es einige Leute, die sagen, aber ich bin zufrieden, so wie es ist. An diese Leute habe ich eine kleine Frage. Denk mal zurück, als du kleiner warst. Du hattest Ziele, du hattest Träume. Klar, für manche Träume ist es zu spät, wie beispielsweise für mich, Fußballer zu werden. Ich bin jetzt 24, ich habe aufgehört mit Fußball. Ich wollte mein ganzes Leben lang, bis ich 19, 20 war, wollte ich Fußballprofi werden. Für mich ist es zu spät. Aber es gibt Träume, die du auch heute noch umsetzen kannst. Und das weißt du tief innerlich. Stillstand bedeutet Rückschritt. Ein Unternehmen, welches nicht wächst, geht mit der Zeit kaputt. Eine Pflanze, die nicht wächst, stirbt mit der Zeit. Und bei uns ist es genau dasselbe. Wenn wir nicht immer einen Schritt nach vorne machen, versuchen zu wachsen, versuchen uns ein bisschen zu verbessern, warum sind wir dann hier? Mir ist einfach aufgefallen, egal was bei mir am Ende des Tages das Ergebnis ist. Wenn ich hart arbeite, egal in welchem Bereich meines Lebens und am Ende weiß, ich versuche mein Bestes und ich versuche mich zu verbessern, das sind die Phasen, in denen ich am glücklichsten bin. Wenn ich aber Tage habe, wo ich mich hängen lasse, bin ich unglücklich. Und ich bin mir sicher, und das ist bei sehr, sehr vielen Leuten so, wenn nicht bei den meisten, tief im Inneren weißt du, du kannst mehr und du bist zu mehr bestimmt. Wir sind nur unglücklich, weil wir nicht zufrieden sind mit dem, was wir aktuell aus uns selbst machen, was wir aktuell leisten. Wenn wir anfangen, an uns zu arbeiten und uns zu verbessern, zu wachsen, versuchen immer einen Schritt nach vorne zu machen, dann sind wir automatisch glücklicher. Tief im Inneren weißt du, du kannst mehr und du bist zu mehr bestimmt. Wir sind nur unglücklich, weil wir nicht zufrieden sind mit dem, was wir aktuell aus uns machen, was wir aktuell leisten. Wenn wir anfangen, an uns zu arbeiten und uns zu verbessern, immer einen kleinen Step nach vorne machen, dann sind wir automatisch glücklicher. Egal was du hast, egal wer du bist, egal was andere Leute haben. Wenn du mit dir selbst zufrieden bist, weil du weißt, ich mache das Richtige, ich bin auf dem richtigen Weg, dann wirst du automatisch glücklicher. Das Einzige, was ich nach dieser Podcast-Episode von dir will, ist, dass du dich hinsetzt und dich wirklich fragst, bin ich mit meiner aktuellen Situation in meinem Leben glücklich? Will ich, dass es mein Leben lang so bleibt, wie es jetzt ist?
und sei zu 100% ehrlich zu dir selbst. Und wenn die Antwort Nein lautet, dann weißt du jetzt, was zu tun ist. Mach Steps in die richtige Richtung. Mir egal, wie klein diese Steps sind. Hauptsache, du machst Fortschritt.